So, hallo, Testaufnahme war erfolgreich. Keine Sorge, wir machen keine Ninja Speedrun. Ich war nur noch in dem Level drin, gerade zur Testaufnahme, weil da das Spiel auch gestartet hat. Da passiert jetzt also nichts derartiges. Wir gucken als erstes mal, was an neuen Leveln da ist. Es ist ja schon wieder eine Weile her, dass wir gespielt haben. Und ja. Sonne hat gemeint, sie hat auf jeden Fall neue Sachen gebaut. Das heißt, das werden wir mal als erstes auschecken. Vielleicht gehe ich dafür einfach direkt auf Sonnes Profil, wenn ich sie jetzt nicht sofort hier finde. Da ist sie. So, gehen wir gleich mal auf ihr Profil. Und dann machen wir das so. Zack. Perfekt. Was haben wir denn da alles Neues? Ah ja, drei Level. Okay. IO. Boing für Conan. Und schnell. Na dann, auf geht's. Joris 3 wollte ein neues, einfaches Level, das er selbst schafft. Okay, aber viele, viele schöne Herzen. Viele schöne Herzen. Acht Sekunden Weltrekord. Auf geht's. Den werden wir aber nicht angehen. Wir schauen uns lieber das Level in Ruhe an. Ich kann in die Röhre. Da bekomme ich eine Blume, okay. So, dann gehen wir mal vorsichtig hier hoch. Und vorsichtig wieder runter. Und jetzt müssen wir einen P-Switch drücken. Da muss man also springen gehen. Ah, wobei man könnte hier auch. Aber ich will das Herz nicht kaputt machen. Wobei ich mache das Herz auch kaputt, wenn ich die Münzen einsammle. Aber dann habe ich zumindest noch was davon. Oh, ein Gegner. Weg damit. Oh, der war sogar wichtig. Oh, man muss hier ja richtig was machen. Okay. Zack. Und wir sind im Ziel angekommen. Sehr schön. Dann haben wir Lade, Lade, Lade. Okay. Boing für Conan. Joris 3 wollte viel Boing. Okay. 100%, 12 von 12. Kommentare. Ein Bild, okay. Dann boingen wir uns mal durch das Level. Oh, ich muss Piranha-Pflanzen besiegen. Alles klar. Und ich kriege einen Bumerang. Boing, boing. Boing macht nicht Boing. Da wir Boing machen sollen, bleiben wir unten. Da ist die Pflanze. Hier, nimm mal den Bumerang jetzt. Oder auch nicht. Yes. Boing, boing, boing. Boing, boing. Boing, boing, boing. Boing. Und wir holen uns natürlich die Flagge. Wie sich das gehört. Wie sich das gehört. Zack. Da ist die Flagge. Sehr schön. Juhu. Haben wir schön geboingt, hoffentlich. Und jetzt muss man noch schnell sein. Oha. Oha. Jetzt ist alles eskaliert. 1 von 26. Rekord 39. Okay. Okay. Ja, dann sind wir mal schnell, ne? Gehe ich mal davon aus. Erreiche das Ziel, während du eine Goomba-Maske trägst. Ah ja. Die dürfen wir also nicht verlieren. Da ist meine Goomba-Maske. So, mit der können jetzt die Swamps da unten mir nichts mehr anhaben. La 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 la. Jetzt muss ich hier aber einen Weitsprung machen. Oh, jetzt habe ich ja schon keine Gummimaske mehr auf. Hilfe. Ah, da ist wieder eine. Au! Okay. Das heißt, ich muss jedes Mal wieder hier hoch und mir die Maske holen. Okay.
Aber der Wechsel zu dem hier ist unerlässlich. Also da komme ich nicht dran vorbei. Aber ich kann hier in Ruhe das an... Wobei, in Ruhe kann ich das auch nicht angehen. Ich muss ja schnell sein. Aber hier darf ich dann nicht... okay. Okay, wir wechseln wieder. Oder auch nicht. Oh je, komme ich da runter? Ah ja. Ja, ich musste ja... Was? Wait. What? Okay. Ich komme aber an den... also an denen hier komme ich nicht vorbei. Auf keinen Fall. So. Aber an denen komme ich ja auch nicht vorbei. Ja. Vielleicht ist da unten nochmal eine Maske. Aber ich darf den hier nicht drücken. Oder reicht das zeitlich? Oh, das wird verdammt knapp, ne? Ist da unten eine Maske? Sehen wir das jetzt zumindest noch? Da unten ist eine... Okay. Okay, Level verstanden. Wow. Hier kann ich nicht einfach, ne? Nee, keine Chance. Versuchen wir allerdings jetzt mal, den Highspeed aufzubauen. Okay, es geht nicht. Es geht nicht. Okay. Also ab nach oben. Zack und runter. Jetzt aber richtig fix hier. Dann machen wir das einfach so. Das war schon wieder langsam. Zu langsam. Hier könnte ich mich jetzt ja eigentlich treffen lassen, wenn hier schneller... Na. Das ist eigentlich schon... Nein! Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wir drücken jetzt bei 13 auf den P-Switch. Der P-Switch geht wie lange? 10 Sekunden. Oh, das könnte knapp werden. Nein! Mist. Okay. Okay. Oh. Ich habe die Röhre nicht erwischt. Ich hab die Röhre nicht erwischt. Okay. Zack und ab. Ich muss hier am Anfang vor allem schon mal schneller sein. Ja, perfekt. Genau so, genau so, genau so, genau so. Jetzt rollen wir halt einmal durch. Nice. Ab dafür. Okay, jetzt kommen wir bei 9 Sekunden. Nee, Quatsch. Bei 5 Sekunden unten an. Ungefähr. Na, das war nicht das, was ich wollte, aber wir schaffen das Level auf jeden Fall. Puh! Aber hey, da muss man ordentlich Gas geben, tatsächlich. Wow. Sehr schön. Oh, ich habe den Rekord geholt. So mag ich das. So mag ich das. So, brecht meinen Rekord. Viel Spaß dabei. Sehr schön. Okay. Dann haben wir die neuen Level von Sonne und Joris. Oh, da habe ich kein Herz gegeben. Das war keine Absicht. Dann haben wir die neuen Level von Sonne und Joris abgeschlossen. Und können mal gucken, was sich sonst noch so aufgebaut hat. The Root Sandstorm. Ah ja, alles klar. Von Rabaros. Rasierer hat... Oh, Rasierer hat I Wanna Be Fair 3 schon gebaut. Das heißt, es muss auch ein I Wanna Be Fair 2 geben. Rabaros released den Kraken. Frank hat gebaut. Rabaros. Devory. Love is a Music Level. Ah, mein Musiklevel. Beste. Dann haben wir Maddy. Chill Out Blocks. Hä, das habe ich gespielt. Das muss ein Reupload sein. Das habe ich gespielt. Ah, da ist I Wanna Be Fair 2. Yoshi's Time to Shine Off. Alina hat mal wieder was gebaut. Oh, Alina hat mal wieder. Okay. Auch schön. Night of Night Remake. Weiß gar nicht, wer das ist. Hä? Wen habe ich denn da? Wahrscheinlich irgendeinen, der gut Musik macht. Und dann bin ich dem gefolgt. Okay. 4 Player können wir also knicken. Aber wir können mal reinschauen. Okay, dann kommt Boosbo. Da müssen wir irgendwann müssen wir mal einen extra Part für Boosbo machen. Sonst wird das kritisch.
Okay, und da ist das, was wir hatten. Okay. Ja, okay, hier waren wir. Das sollte sich in einer Aufnahmesession aufholen lassen. Also ich hoffe, ich schaffe das jetzt komplett. Nicht in dem einen Part, ne? Ist klar. Snake Peller. Ich habe Angst. Bei Vicaris Level habe ich gleich wieder Angst. Combination of Propeller and Snake Blocks. Oh, ich weiß nicht, ob ich das will, Vicaris. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wir schauen mal rein. Kunst und Technik. Klingt wie ein Schulfach. So. Das wollte ich auch nicht anhüpfen. 5 Münzen kriegen wir im Laufe der Zeit. Es ist zumindest schon mal kein so Level von wegen, du darfst nicht landen oder so ein Quatsch. Ich kann mich hier wirklich frei bewegen. Was kommt hier raus? Ein Leben. Okay. Das Problem wird wahrscheinlich entstehen durch die Snake Block. Oh je. Ja, moin. Der ging fix los. Der ging richtig fix los. Warum sind da Pow-Dinger drin? Damit er da durchfahren kann wahrscheinlich, aber ich nicht durchgehen kann. Ich schätze, das ist der Grund. Wir haben auch keine Zielbedingungen. Ich hoffe also auf einen Checkpoint irgendwann. Oh, bin, das war... Ich bin... Das war richtig dumm. Aber gut. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Oh mein Gott, was tue ich? Holy. Jetzt spiele ich wieder in meinem kleinen Fernseher. Und bin schon wieder komplett lost. Gibt's ja wohl nicht. So. Na! Jetzt wollte ich besonders schnell runter. Und stoß mir oben den Schädel am Eiszapfen. Das war zu bald gesprungen. Okay. Also, warum eigentlich so schnell, ne? Es gibt keinen Grund zur Hektik. 500 Sekunden ist ganz normal. Oh. Bitte, was tue ich? Ich weiß halt nicht, ob ich vor der Blocksnake runter muss oder nach ihr. Ich vermute, dass halt das schon wieder Mist ist. Jetzt gehe ich hier ran. Okay. Ah! Okay. Nein, hier hätte ich jetzt drauf gemusst. Okay. Entschuldigung, meine Stimme versagt gerade ein bisschen. Also da oben muss ich irgendwas auslösen, deswegen war da die Münze. So weit, so gut. Ja, ich komme da nicht schneller runter. Das ist aber okay so. Das schien jetzt nicht das Problem zu sein. So, da muss ich den auslösen, dann macht der da kaputt. Dann ziehen wir hier rüber. Landen hier drauf, Mist! Ah, ich hätte da drauf landen müssen. Okay. Ich komme vielleicht, wenn man schnell genug ist, kommt man doch vorher runter. Aber ich glaube, das muss man gar nicht. Ich glaube, das ist gar nicht so... das funktioniert ja alles hier aktuell. Also warum sollte man das jetzt nochmal anders angehen müssen? So, jetzt können wir da drauf landen. Easy. Und dann propellern wir uns einfach hier hoch und haben den ersten Abschnitt scheinbar geschafft. Checkpoint! Nice! So gefällt mir das, so. Was muss ich jetzt machen? Ach, da ist ein. Verstanden. Okay, verstanden. Ich darf die nicht berühren. Oh, ich war viel zu schnell.
Muss ich dann da ein bisschen warten? Aber die Idee ist cool. Ja, das war nix. Ah, der fährt da oben raus. Okay. Also ich muss irgendwie dafür sorgen, dass die entweder schneller losfährt, die andere. Das war nicht so gut. Dass die schneller losfährt, die andere. Das war auch nicht so gut. Weil sonst wird es kritisch. Ich weiß noch nicht, wie die Reihenfolge da oben funktioniert. Okay, jetzt klappt das hier auf jeden Fall wieder. So. Aber was nü. Ich kann halt hier... Ach, jetzt kommt er schon wieder. Ach so. Und jetzt segle ich hier hoch und dann segle ich hier hoch und dann segle ich hier rüber. Und dann kann ich da drauf. Okay. Jetzt kann ich auf jeden Fall hier drauf. Oh, da kommt die andere. Die brauche ich auch noch mal. Okay. Okay, was ist da oben? Ah, ein Leben. Okay. Ich hatte Angst, dass es da vielleicht weitergeht und hier ein Checkpoint ist oder sowas. Okay. Da ist eine Bombe drin. Und da oben war der andere Checkpoint. Das heißt, wir kommen jetzt auf jeden Fall zum nächsten Checkpoint. Nice. Sehr schön. Okay. Finale. Okay, da muss ich schnell hoch. Hier muss ich zu... Hi. So, also da muss ich... Entweder ich muss... Doch, ich muss schon schnell, glaube ich, hoch. Aber jetzt muss ja irgendwie der Dings umgestellt werden. Irgendwas ist schief gegangen bei mir. Ach so, hi. Okay, ich kann... Was passiert, wenn ich hier am Rand hochgehe? Ohne den Powerblock zu benutzen. Ah, hier ist der Abschnitt mit den roten Münzen. Aber jetzt können wir uns das mal ein bisschen angucken. Denn der Switch ist ja gerade nicht ausgelöst. Normalerweise müsste der jetzt ja ausgelöst sein. Vielleicht habe ich es gebrochen. Irgendwas kaputt gemacht? Oder gibt's noch einen gibt's noch eine Abfrage? Oh! Oh, ich komme hier nicht mehr rein, weil die Box nicht... Die Snake nicht hier hoch... Ah, Mist. Ich bräuchte da was, um da reinzukommen jetzt. Oh, was kommt denn hier alles? Oh, wait, die fährt da oben wahrscheinlich gleich rein. So, aber wo sind die anderen Münzen? Wahrscheinlich kommen die dann erst noch, ne? Ich nehme jetzt mal an, dass die da unten hier hochfährt. Okay, probieren wir es mal aus. Vorher gucken wir aber nochmal runter. Vorsichtig. Ah, die fährt. Oder fährt die nach oben? Die fährt hier hoch. Wir fahren der mal hinterher.
Ja, die zieht auf jeden Fall hoch. Wohin zieht die denn genau? Das ist die, die ich brauche. Ah, komm her. Yes. So, aber mir fehlen noch zwei rote Münzen. Okay, mir fehlt die letzte rote Münze. Aber ich hab's gebrochen auf jeden Fall. Ich hab's irgendwie kaputt gemacht. Ich weiß nicht wie. Wo ist die letzte rote Münze? Oh, vielleicht ist die da unten drin. Und an die komme ich jetzt gar nicht mehr ran. Ja. Ich habe es nicht gebrochen. Ich glaube, das ist das, was nicht passieren darf. Die dürfen den nicht drücken oder so. Die dürfen den on-off nicht drücken. Ah. Ich habe es nicht kaputt gemacht. Es ist sozusagen der... Ja, ja. Ich verstehe. Der muss... Ich muss, damit ich da runterkomme... Oha. Okay, folgendes. Jetzt wäre da oben offen, aber jetzt habe ich halt keine Dings mehr. Und hier komme ich nicht... Ah, hier komme ich nicht hoch. Ah, da ist sie wieder. Und ich habe die Münzen noch. Okay. Und ich muss so hoch, dass der nicht die On-Off hier drückt. Ah, ich habe das völlig falsch verstanden. Aber das Lustige ist, ich habe jetzt halt schon alle roten Münzen. Und jetzt... Achso, ich brauche aber die Snake wieder, ne? Die muss noch wieder hochziehen. Ja, ja, die Snake muss wieder hochziehen. Moment. So ist es nicht gut. Das heißt, wir gehen hier wieder durch, dann kriegen wir wieder die Propeller, den Propeller-Dings. Ja, und jetzt können die eh nichts mehr drücken. Und das ist die Snake, die ich brauche. Und der gehe ich jetzt einfach wieder hinterher. Und dann haben wir uns den ganzen Teil hier enorm erleichtert. Wahrscheinlich wäre es gar nicht so schlimm gewesen, ich weiß es nicht. Aber es sieht wild aus. So ist es mir gerade jedenfalls lieber. So, und jetzt habe ich nämlich den Schlüssel und kann hier oben in die Box rein. Ich bin gespannt, ob noch eine Abfrage kommt, dass der Switch anders gedrückt sein muss oder sowas. Vielleicht hat das ja noch gemacht. Keine Abfrage, okay. Oh, ich dachte gerade schon. Ja gut. Ja, tut mir leid, dass ich den Schluss jetzt nicht richtig gespielt habe. Aber wenn die Möglichkeit besteht, ihr kennt mich. Ich gehe den einfachen Weg. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.